Herzlich willkommen zu unserem Video. Heute erklären wir Ihnen, wie Sie eine Microsoft 365 App, beispielsweise Microsoft Teams, ganz einfach auf Ihr Smartphone installieren und einrichten. Zuallererst besuchen Sie den Google Play oder den Apple App Store. Gerne können Sie dafür den jeweiligen QR-Code scannen, um direkt in den Store zu gelangen. Andernfalls suchen Sie im Store nach Microsoft Teams und installieren Sie anschließend die App. Nach Öffnen des Programms werden Sie gebeten, sich anzumelden. Wählen Sie dafür Ihr Geschäftskonto aus. Wie die meisten Apps benötigt auch diese gewisse Zugriffe auf Ihr Smartphone, die genehmigt werden müssen. Hat die Anmeldung erfolgreich geklappt, kommen Sie auf die Startseite von Teams. In der unteren Leiste sind die Reiter Aktivität, Chat, Teams, Kalender und mehr abgebildet. Bei dem Reiter Aktivität sehen Sie Meldungen von zum Beispiel verpassten Anrufen oder Reaktionen auf eine Nachricht. Unter Chat können Sie eine Nachricht verfassen bzw. auf Ihre Konversation zugreifen. Der Reiter Teams zeigt Ihre Teams sowie Kanäle an und unter Kalender haben Sie Zugriff auf Ihre Terminplanung. Wenn Sie den Reiter Mehr auswählen, haben Sie schnellen Zugriff auf Funktionen wie Anrufe, Dateien, Kamera oder vieles mehr. Sie sind nun startbereit und können direkt loslegen. Sollten Sie Fragen während der einzelnen Schritte haben, können Sie sich gerne bei uns melden. Wir beantworten Ihre Fragen. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß bei der mobilen Nutzung von Microsoft Teams. Tschüss, bis zum nächsten Mal.